Hallihallo, Hallöchen, meine Freunde. Es ist mal wieder an der Zeit, Borderlands 3. Und unsere Atlas-Freunde brauchen was zu fressen. Und darum sollen wir einmal zum Dynasty. Sache noch. Bei Maliwon gibt es einen Kerl namens Captain Rowe, der mir das Leben schwer macht. Ich konnte ihn noch nicht festnageln, aber anscheinend hat er eine Schwäche für Burger. Hey! Hey du! Ich brauch Hilfe, verdammt! Ja, wir sind einmal zum Bürgerladen. Ich bin auf Bitte von Lorelei hier. Bo, ich bin's. Und ich habe eine Basis voller hungriger Leute. Kapiert? Ah, kapiert, Lorelei. Und ob ich das kapier. Okay, also, diese faschistischen Maliwon-Mistkerle benutzen mein Diner, um ihre Truppen zu versorgen. Halte sie auf! Los! Mach schon! Töte sie alle! Als die Maliwan kam, habe ich mich in meinem Apartment verbarrikadiert. Und ich komme erst dann wieder raus, wenn der Krieg vorbei ist, hörst du? Aber du... mir dabei helfen, das Kleine zu eröffnen. Ich betreibe es einfach von hier aus. Du bist eine nervige kleine Nervensäge. Tschö. So, dann wollen wir mal kicken hier. Da sind immer noch Maliwan. Schalte sie aus! Ohne Blut kannst du nicht leben. Ich frage mich, ob mein Messer in deinen Schädel passt. Doch dabei. Ich muss wohl mal näher rangehen. Beute, 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 Beute. Kann ich nicht dran vorbei, das muss ich immer einsammeln. Es sind immer noch welche da. Mach die Maliwan-Typen platt. Pump. Ich habe nur Gutes über diese Burger gehört. Ja, Burger. Los geht's. Wir müssen das Diner wieder vormachen. Gesegnet sind die Banditen. Denn sie sind die wahren Kinder der Kammer. Die Zwillingsgötter, die Erstgeborene und der Zweitgeborene, wachen über uns und geben uns... Okay, da wären wir. Ich kann die neuen Burger schon fast riechen. Drück den Knopf und Digistructe diese saftigen Burger. Yeah! Fehler. Nicht genügend Fleischdaten für Burger. Na toll. Der Digistructor hat keine Fleischproben mehr. Wir können keine Dynasty Burger ohne Fleischproben machen. Okay, bring mir eine Probe meiner Geheimzutat. Ratchfleisch. Sind diese Dinger für euch überhaupt essbar? Vertrau mir. Es klingt vielleicht eklig, aber es macht die Burger so verdammt saftig. Da ist ein Ratchbau in der Müllgrube. Hole sie. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Zerquetsch als erstes ein paar Ratchlarven. Das sollte eine wütende Ratchmama auf den Plan rufen. Und so schnappst du dir ein fettes Ratchsteak.
fühlt sich dein letzter Atemzug an? Das war eine gute Jagd. Überall Blut. Gut gemacht. Hier kommt sie schon. Ekliges, köstliches Fleisch. So ist richtig. Dann bringen wir das mal in die Burgermaschine und hoffen, dass es dann was zu fressen gibt. Legt das Fleisch auf den Digi-Scanner und die Show kann losgehen. Damit wir diese Burger zu den hungrigen Leuten bringen können. Drück den Knopf! Burgerbot! Wie läuft's, Alter? Gib mir 5! Negativ! Oberste Priorität: Burger an Maliwan Captain Archer Roe liefern! Was? Hinterher! Lorelei! Mein Burgerbot will diesem Captain Roe, den du erwähnt hast, meine Burger liefern! Was? Du machst Witze! Kammerjäger, folge dem Bot! Das ist unsere Chance, an diesen Maliwan-Bastard ranzukommen. Der hat aber ganz schön Affenzahn drauf, ey. Feindliches Gebiet. Die Route wird neu berechnet. Burgerbots wurden nicht für den Kampf entwickelt. Daher die Fehlfunktion. Schalte die Maliwan aus, damit er sich wieder in Bewegung setzt. Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Halleluja! Alter! Scheiße, spinnt ihr oder was? Säcke!
Kammerjäger. Lorelei, es wird eine Weile dauern, bis wir Malibons Steuerung meiner Burgerbots überschrieben haben. Und der hier ist wohl Schrott. Also, tschüss, Burgerbot. Könntest du inzwischen für mich diesen Burger an Lorelei liefern, Kammerjäger? Ja, selbstverständlich kann ich das machen. Lorelei, ich schicke dir den ersten von vielen Burgern. Ich brauche nur etwas, um meine Burgerbots neu zu programmieren. Dann läuft die Burgermaschinerie wieder. Vielen Dank, Bo. Wir haben hier viele hungrige Mäuler zu stopfen. So, jetzt müssen wir wieder zurückrennen. Oh, was ist denn das da? Kommt Schnee raus? Keine Ahnung. Dann liefern wir mal an den Bürger aus. Wieso eigentlich zu Fuß? Wo ist denn überhaupt mein Moped abgeblieben schon wieder? Hallo! Bürgerbringdienst! Fetten Dank, dass du Captain Rowe erledigt hast. Der burgergeile Drecksack war schlimmer als Hämorrhoiden. Und jetzt ist er tot? Echt gut gemacht. Erst Kaffee, jetzt Burger. Die Grundpfeiler der Zivilisation. Genau. Wir bauen diese Stadt Stück für Stück wieder auf. Danke für deine Hilfe. Kein Problem. Danke für die Belohnung. So, meine Freunde, wieder eine Folge erledigt. Ich wünsche euch dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal und lasst es euch gut gehen. Tschüss.